Caro Presidente, cari membri dell'ASNI, cari invitati, liebe Mitglieder der ANS, liebe Gäste, chère amis de l'ASIN, etwas Starkes bindet mich und bindet uns an die ANS. Es ist die Liebe unseres Landes zu seiner Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Was wären wir ohne diese Werte? Die Schweiz ist das Land der direkten Demokratie und der Souveränität. Aber diese unsere Errungenschaften sind nicht vor Gefahren sicher und nicht für immer gewährleistet. Stück für Stück verändert sich unsere Glückinsel, die mit der Mühe unserer Vorfahren erbaut wurde, unter den Gewichten der politischen, wirtschaftlichen und intellektuellen Elite, die versuchen, uns immer weiter in die arme Brüssel zu treiben. Niemand hat mehr den Mut, über eine EU-Mitgliedschaft zu sprechen. Die Strategie der Unterwerfung hat eine ganz andere Wendung genommen. Sie ist jetzt subtiler, raffinierter. Sie heißt nun Rahmenabkommen. Ein Abkommen, welches das Grab unserer direkten Demokratie und des Volkswillens ist, den die europäische Gesetzgebung wird dann das letzte Wort haben, nicht mehr die freien Bürgerinnen und Bürger der Schweiz. Möchten wir das? Sie können antworten. Ne? Möchten wir das? Ich höre gar nichts. So sind wir einverstanden. Okay, wunderbar. Und dieses Abkommen, liebe Patrioten, ist bereits tiptop fertig und bereit, die Schublade zu verlassen, in der es in Erwartung der Ergebnisse der Volksabstimmung über die Begrenzungsinitiative am 27. September vorübergehend eingefroren war. Ich möchte Ihnen kurz über diese Initiative sprechen, denn ich halte sie für unser Land für grundlegend wichtig. Die ANS kämpft wie ein Löwe für die Rückkehr zu dem Erfolgsmodell, das unser kleines Land groß gemacht hat. Und für diesen Einsatz danke Ihnen allen sehr herzlich. Welche Nation kann sich als wirklich frei und autonom betrachten, wenn sie nicht das Recht hat, zu kontrollieren und zu entscheiden, wer in ihr Gebiet einreisen und dort arbeiten darf? Eine Million Menschen in 13 Jahren. Dies ist die direkte Folge der Personenfreizügigkeit. Und was bedeutet diese Masseneinwanderung für unser Land? Plus 57.000 überbaute Fußballfelder, plus 454.000 neue Wohnungen, plus 541.000 Personenwagen, plus 11,34 Milliarden zusätzliche zurückgelegte Straßenkilometer. Plus 59 Milliarden Liter Trinkwasser, plus 2 Milliarden Kilowattstunden Strom. Wollen wir wirklich eine Schweiz mit 10 Millionen Menschen? Sie können antworten. Wollen wir nicht? Ich fühle mich wohl in dieser Schweiz, die nur 8,5 Millionen hat. Und ja, du kannst vielleicht jetzt. Ja, das ist so. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Meine Antwort lautet eindeutig wie eure, ist nein. Und ich sage vor allem deshalb nein, weil ich mit um die Zukunft meiner Kinder sorge. Ich möchte Ihnen ein Land übergeben, wie mein Vater und ich es kannten. Und ich möchte für Sie keine Schweiz, die der EU unterworfen wird und ein völlig anderes Gesicht erhält. Liebe Patrioten, jeden Tag erlebe ich die negativen Folgen der Personenfreizügigkeit vor meiner Haustür. In meinem Kanton gibt es mehr ausländische als weißschweizerische Arbeitnehmer. Die Löhne stehen unter Druck, Lohndumping ist an der Tagesordnung, die Unterbeschäftigung ist explodiert und die
und die über 55 Jahre, die zu Hause bleiben, weil sie durch jüngere und billigere Arbeitnehmer aus der EU ersetzt werden, finden keine Arbeit mehr. Wir wollen wieder ein Land der Möglichkeit für Väter und Mütter und unsere Kinder sein. Oder wollen sie unter den Last der Personenfreizügigkeit erdrücken? Nein. Ah, okay. Nein. Ja, gut. Cari amiche, cari amici, was heute auf unserem Arbeitsmarkt geschieht, ist nicht nur eine schwerwiegende soziale und wirtschaftliche Verantwortungslosigkeit, sondern auch eine eklatante Verletzung unserer Verfassung. Die Nichtumsetzung der Initiative gegen die Masseneinwanderung hat einen der tiefen Punkte unserer direkten Demokratie markiert. Die Politik von Bundes Bern hat Volk und Kantone mundtot gemacht. Am 27. September müssen wir uns als Schweizer Bürgerinnen und Bürger laut und deutlich Gehör verschaffen. Wir wollen nicht, dass unsere Autonomie genommen wird. Wir wollen keine Schweiz, in der die Schweizer Integrationskurse absolvieren müssen. Wir wollen keine Massenanwanderung, sondern eine qualitative, hochwertige Einwanderung. Ich bin sicher, dass unsere Kinder uns für unseren Kampf dankbar sein werden. Und ich danke Ihnen allen bereits jetzt für Ihr Engagement und für Ihre Einsatz für unser schönes Land. Grazie mille a tutti. Jetzt nur. Grazie. Nochmal. Jetzt möchte ich nur ein paar Worte auch auf Italienisch. Es ist meine Muttersprache und Sie sagen, dass ich kann nicht so gut Deutsch und Sie haben vielleicht auch recht, aber ich werde mich verbessern. Und wir könnten auch ein Französisch sprechen, aber für mich jetzt, ich möchte gerne ein Gefühl geben, meine Gefühle. Sie haben jetzt applaudiert, ja, aber ich muss das machen für euch, weil ich kann nichts. Non posso fare niente da solo. Ich kann nichts. Wir brauchen die Patrioten, wir brauchen die Schweizer. Noi abbiamo bisogno delle persone che si impegnano per questa iniziativa e che vogliono dire che la Svizzera deve rimanere un paese indipendente ed autonomo. E come vi ho detto prima, se non possiamo decidere chi può entrare sul nostro paese, chi può lavorare, come faremo ad assicurare il futuro dei nostri figli? Io ho due bambini, hanno 10 e 12 anni. In Ticino avranno dei serissimi problemi eine Arbeit zu finden, perché l'immigrazione incontrollata li metterà in una tremenda difficoltà. So, questo è il mio Gefühl e quindi io ringrazio voi. Noi in Canton Ticino me lo auguro, wir werden deutlich klar Ja sagen, weil wir spüren das auf unsere Haut. Aber es gibt noch Leute, die in der Romandie und in einigen Kantonen hier in der Deutschschweiz, die wirklich unterschätzen die Folgen, die Konsequenzen dieser Masseneinwanderung oder dieser Personenfreizügigkeit. Es ist wichtig, dass voi, che sapete, che avete capito che cosa ha bisogno la Svizzera, che ci impegniamo tutti assieme per poter dare una risposta, non per me, non per voi, ma per i nostri figli che arriveranno e per le prossime generazioni. So, grazie a voi. Letzte Sache, ich wollte das in Mundart machen, aber ich war nicht so sicher, dass Sie könnten Tessiner Dialekt. So habe ich auf Deutsch gemacht. Marco.